Willkommen bei Obermatt Aktien investieren. Wir machen heute etwas anderes, nämlich wir studieren, wie wir am besten unser Portfolio pflegen sollen. Ich habe hier vor mir mein Portfolio, wie ich das eingekauft habe mit Obermatt Aktienrängen, und ich sehe alle die Aktien, die ich dafür gekauft habe. Und für jede Aktie sehe ich, was ich gewonnen respektive verloren habe. Ich sehe hier, dass mit dem Industrieunternehmen Atlas Copco respektive Luxusunternehmen LVMH, Asch, Ohr, Sandvik, Schneider Electric, Siemens größere Verluste eingefahren wurden und dafür auf der anderen Seite mit Retail, respektive mit Defense, gute Renditen erzielt worden sind. Die Frage ist nun, ist das eine gute Art und Weise, mein Portfolio anzuschauen? Und die Antwort ist ein klar und entschiedenes Nein. Die Unternehmen, die an Wert verloren haben, sind ja günstiger. Das heißt, man kriegt weniger Geld für die Aktien. Es ist immer noch der gleiche Anteil am Unternehmen, nur dass er jetzt weniger wert ist für andere Personen. Soll ich dann verkaufen? Nicht, wenn Sie der Meinung sind, dass Sie günstige Aktien kaufen wollen und teure verkaufen wollen. Sie müssen also viel eher Unternehmen verkaufen, die positive Renditen haben. Aber die können ja immer noch günstig sein. Aus diesem Grund macht es mehr Sinn, Ihr Portfolio mit dem entsprechenden Obermatt-Rang zu vergleichen. Und das kann man ganz einfach machen, indem man die Obermatt-Ränge herunterlädt. Sie sehen das hier, die gesamte Datenbank kann in jedem Obermatt-E-Mail heruntergeladen werden. Man klickt auf den Link, man kriegt ein Prompt, dass man das File saven möchte. Ich speichere es jetzt hier, es ist schon dort. Und kann es dann von Google Sheets wieder hineinladen. Mache ich das hier. Ich öffne das File vom Computer, sehe es hier vor mir und ich kann es hier wieder hereinladen. Das habe ich gemacht, weil es ein bisschen geht, zeige ich das jetzt nicht. Hier ist das File nun heraufgeladen mit allen Obermatt-Rängen. Es gibt eine Zahl für jedes Unternehmen, das ist eindeutig identifiziert. Es gibt den Namen, der Link, das Land in verschiedenen Sprachen und es gibt die Ränge, die uns am meisten interessieren. Dieses Blatt kann man nun in ein Template hineinladen, das wir zur Verfügung stellen und hier sehen. Hier ist das Template. Auf der zweiten Seite sieht man Ranks. Und hier lassen sich diese Zahlen hineinkopieren. Man kopiert also von einem Spreadsheet zum anderen und hat dann im Sheet Portfolio die Möglichkeit, die eigenen Obermatt-IDs einzutragen. Und dann kann man automatisch die Namen, die Industriegruppe, die Größe und eben vor allem die Ränge. Was man auch eintragen kann, ist der Wert des Unternehmens im Portfolio. Auf diese Weise rechnet das Spreadsheet auch noch gerade aus, wie diversifiziert man ist. Man sieht dann, wie viel Prozent man in jedem Unternehmen investiert hat. Nun schauen wir also unser Portfolio nicht an in puncto Renditen, oder die zu zwei Drittel negativ waren nach dem letzten Jahr, sondern wir schauen es an in puncto Rängen, also wie gut sind die Unternehmen. Und hier sieht man ganz deutlich, dass das Portfolio zu großen Teils gut ist, es ist dunkelgrün und hellgrün und nur ganz wenige Orte gibt es, wo man sich sagen kann, hier könnte man vielleicht ans Verkaufen denken. Oder wenn die Ränge rot sind oder gelb, dann kann es sein, dass es sich lohnt, die Aktie zu verkaufen. Ich mache das jetzt aber nicht, sondern bleibe bei dieser Aussage, wenn Sie Ihr Portfolio anschauen wollen, dann lieber nicht im Punkt der vergangenen Renditen, weil das hat nichts mehr zu tun, das für Sie entscheidungsrelevant ist, denn so wie das Ihr Portfolio heute ist, so ist es und wo es war vor ein paar Jahren, ist einfach völlig irrelevant für die Zukunft. Für die Zukunft relevant aber ist, ob Sie in diese Unternehmen investiert bleiben wollen und das kann aufgrund der Ränge zum Beispiel beurteilt werden. Wir glauben, das ist die bessere Art und Weise, Ihr Portfolio zu prüfen und wünschen Ihnen damit mehr Erfolg mit Ihrem eigenen Aktienanlegen. Herzlichen Dank und bis bald.